Hallo aus Preußen. Es gibt da ein Land, dessen Grenze mittlerweile durch drei Länder führt. Klingt spannend? Ja, genau. Das dachte ich mir auch und habe meinen Rucksack geschnappt und meine Kamera und habe begonnen, die komplette Grenze einmal abzulaufen. Am Anfang noch etwas unbeholfen, was das Filmen angeht, werde ich mich von Mal zu Mal steigern. Abenteuer erleben, zelten und am wichtigsten schauen, was noch alles von der ältesten Grenze Europas übrig ist. Also viel Spaß. Hallo, da ich leider meine GoPro zu Hause vergessen habe, muss ich das Ganze ein bisschen stationär filmen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, man sieht alles und ich hoffe, man sieht nicht allzu viel meinen Kopf da drin, sondern mehr von der Landschaft. Ich versuche das, soweit es geht, dann auch zu halten. Ich bin jetzt hier in Nimmersatt oder kurz hinter Nimmersatt, ein bisschen nördlich, an der Grenze oder an der ehemaligen Grenze Russland-Preußen-Deutschland quasi. Bis 1945 war hier eine Grenze vom Frieden von Melnusee an. Also war es eine der ältesten Grenzen Europas, beziehungsweise die älteste Grenze Europas, die über 500 Jahre Bestand hatte. Ja, wir schauen jetzt mal, was von der alten Grenze noch übrig ist. Im Hintergrund seht ihr schon das Meer, beziehungsweise könnt es erahnen. Ich denke mal, wir gucken mal, ob wir das so weit sehen. Da hinten ist das Meer. Viel weiter ran kann ich nicht gehen. Dementsprechend, also ich kann noch näher rangehen, aber macht keinen Sinn. Wir gehen jetzt einfach mal ins Landesinnere, in die Grenze rein und schauen, ob und wie, was da noch ist. Jo, wie gesagt, ich hoffe, ich sehe hier nicht allzu viel von meinem Gesicht oder von meinem Kopf, sondern mehr von der Landschaft. Ich kann das leider jetzt nicht beeinflussen. Spaßig wird's. Ich habe oben an der Straße, an der Hauptstraße schon gesehen, irgendwie hat heute das Militär eine Übung. Was so viel bedeutet, wie es kann durchaus sein, dass die nicht so begeistert sind, wenn ich hier filme. Aber wir werden uns einfach überraschen lassen. So, im Prinzip, dieser Weg führt parallel zum alten Grenzgraben. Der Grenzgraben war hier drüben. Ich werde dann mal schauen, ob ich noch ein Stück weit von dem Graben auch finde, um das euch ein bisschen näher zu bringen. Ich hatte es schon mal in einem Video mit gezeigt, den Grenzgraben. Dass dann natürlich nicht mehr allzu viel übrig ist, es sollte klar sein. Wir gehen einfach mal in der Hoffnung, wenn es dann irgendwas Interessantes gibt, wie vielleicht Grenzstein oder so, was ich zwar nicht glaube, aber wenn es sowas geben sollte noch, dann werde ich das natürlich auch mit der direkten Kamera filmen. Man sieht es noch relativ gut hier hinter, wo mal die Grenze lang geführt hat. Hier wächst nichts, rechts und links ist quasi die Preußen, Deutschland und Russland gewesen. Man sieht doch schon ganz gut, wo mal der Streifen war. Wir können ja mal gucken, was das hier für ein Stein ist. So, das könnte der erste Grenzstein sein. Wir gucken mal, aber erkennen daran tut man nichts mehr. Aber man erkennt, dass hier die alte Grenze war. Links und rechts die Bäume und in der Mitte der Rest. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass nicht mehr viel von den Grenzsteinen übrig sein wird. Da
wären damals die Russen. Wir gehen mal. Obwohl, wir können eigentlich auch hier weitergehen. Eine Stellung gebaut, wahrscheinlich auch die Soldaten. Ich hoffe nur, ich platziere nichts rein. Nicht, dass ich plötzlich von irgendwelchen Soldaten hier aufgegriffen werde. Thank you.
hier. Ja, toll. Wird jetzt schön. So, wir setzen mal ein Stück weit ab. So, weiter geht's. Gehen mal. Ich bin jetzt auf preußisch-deutscher Seite der Grenze und hoffe, hier auch gut weiterkommen zu können. Ah, das sieht nicht so aus. Oh je, oh je, oh je. Naja, ich doch ein bisschen glücklicher. Nächste Graben, ich fasse es nicht. Leute, was macht denn ihr hier? Ah, da komme ich. Da drüben ist eine Brücke. Das heißt, da lang. Im Memeland ist es windig.
Ja, echt eine geile Brücke. Genau das meinte ich. Ich glaube, das macht sich so einfach. Die sind noch fest. Ist nicht tief, aber haha. So, das erste Abenteuer haben wir bestanden. War aufregender als gedacht. Jetzt gehen wir auch wieder ein Stück in die Richtung, glaube ich. Mal jetzt ja bloß wegen der Brücke. Der Brücke. Man sieht, ist klar, dass man das als Grenzkram verwendet hat. So tief und so breit war früher der ganze Grenzgraben. Ist schon eine ordentliche Tiefe. Man kann mir auch keiner erzählen, dass das bloß ein Entwässerungsgraben ist, sondern da wurde tatsächlich was mal. So, mal gucken, ob man hier auf den Grenzkram ein bisschen besser sieht und ob man das so versteht, was ich erzähle, weil ich glaube, hier ist sehr viel Wind. Aber hier erkennt man es ganz gut, wie breit der Grenzgraben ist, war. Und es nicht nur ein Entwässerungsgraben ist.
So, mal gucken, ob man hier auf den Grenzkram ein bisschen besser sieht. Und ob man das so versteht, was ich erzähle. Ich glaube, hier ist sehr viel Wind. Aber hier erkennt man es ganz gut, wie breit der Grenzgraben ist, war es nicht nur ein Entwässerungsgraben ist. Die alten, das ist die Rüstung der russischen Grenzzaun quasi.